Ein Helgoländer Hallo allerseits. Zu Christi Himmelfahrt hören Sie jetzt eine Sendung mit dem Titel Die Wiederentdeckung des Bach-Konkurrenten Kobelius und die Erfindung der deutschen Kirchenkantate. Dieser Feiertag Christi Himmelfahrt ist der Abschluss der 40-tägigen Osterzeit. In einem theologischen Kommentar heißt es dazu, dass Jesu Auferweckung niemals als bloße Wiederbelebung seines Leichnams verstanden worden ist. Das Ostergeschehen bedeutet Jesu Einsetzung in eine einzigartige Würde, also im Grunde Auferweckung und Erhöhung zugleich. So der Bezug zur Himmelfahrt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Diese zentrale Osterbotschaft aus dem biblischen Buch Hiob kennen wir durch die so berührende Vertonung von Georg Friedrich Händel in seinem Oratorium Der Messias. Es gibt aber auch andere barocke Vertonungen, unter anderem von Johann Augustin Kobelius. Wer war denn Johann Augustin Kobelius? Was hatte er mit Johann Sebastian Bach zu tun? Und was mit der neuen deutschen Kirchenkantate? Johann Augustin Kobelius ist selbst Experten für alte Musik kaum dem Namen nach bekannt. Das liegt auch daran, dass er erst 2010 mit meiner modernen Erstaufführung seines einzigen erhaltenen Werkes überhaupt einmal wieder zu hören war. Ich selbst kam auf Kobelius durch einen glücklichen Zufall. Eine ehemalige Nachbarin von mir ist mit ihm verwandt und bat mich einmal, nach seiner Musik zu suchen und sie aufzuführen. Kobelius, 11 Jahre älter als Bach, wirkte im Herzogtum Weißenfels in Sachsen-Anhalt. Als Organist, Kapellmeister, vielseitiger Komponist und Kämmerer. Weißenfels war damals, nach Hamburg, ein Zentrum der frühbarocken deutschen Oper, wozu Kobelius etwa 20 Bühnenwerke beisteuerte. Zugleich war Weißenfels quasi der Ausgangspunkt der deutschen Kirchenkantate. In der Hierarchie seines Herzogtums stand Kobelius zuletzt weit über dem Hofkapellmeister. Und er konkurrierte sogar erfolgreich mit Johann Sebastian Bach. 1702 bewarb sich Bach als 17-Jähriger auf die Organistenstelle der Weißenfelser Nebenresidenz Sangerhausen. In einem späteren Brief schreibt er dazu, er sei zwar einstimmig gewählt worden, aber die Landesobrigkeit habe dennoch einen anderen ernannt. Das war Kobelius. Gut 10 Jahre später aber hatte Bach die große Ehre, zum Geburtstag des Weißenfelser Herzogs seine sogenannte Jagdkantate in großer Festbesetzung zu komponieren und aufzuführen. Kobelius steuerte übrigens dazu eine Oper bei. Später wurde die Tochter eines dortigen Hoftrompeters, Anna Magdalena, Bachs zweite Ehefrau. Und er erhielt noch den Titel Hochfürstlicher Sachsen-Weißenfelsischer Kapellmeister. Schließlich gelang es ihm, seinen Sohn Johann Gottfried Bernhard auf die Organistenstelle in Sangerhausen zu vermitteln, die ihm selbst verweigert worden war. Ungefähr zeitgleich mit Kobelius kam der später prominente Theologe Erdmann Neumeister an den Weißenfelser Hof. Sein Porträt finden Sie auf dem Foto dieser Sendung. Neumeister war hier zusammen mit dem Hofkapellmeister Johann Philipp Krieger der Wegbereiter der neuen deutschen Kirchenkantate, die dann die evangelische Kirchenmusik des 18. Jahrhunderts überwiegend prägte. Mit dem Pathos eines Reformers beschrieb Neumeister seinen Zeitgenossen, was eine geistliche Kantate überhaupt sei. Zitat: So sieht eine Kantata nicht anders aus als ein Stück aus einer Opera, von Stilo, Rezitativo und Arien zusammengesetzt.
genau diesen frühen Typus einer Solokantate, die nur aus Rezitativen und Arien besteht, verkörpert das einzige Werk, das uns von Cobbeius erhalten ist. Zum Abschluss hören wir die letzten zwei Teile seiner Kantate. Text und Musik lauten: Rezitativo. Zwar Fleisch und Blut wird sich wohl finden, das meinen Wünschen widerstrebt, doch kann der Geist auch kräftig überwinden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er lebt und lebet mir. Tod, schrecke, wie du willst, ich halte diesen Schild im Glauben deinen Pfeilen vor. So muß ich siegen, so muß das Sterben mich vergnügen. Aria presto. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, drum werd ich nicht verderben. Ob ich gleich hier muß sterben, so werde ich doch nach dieser Zeit anschauen deine Herrlichkeit, wo man in lauter Freuden schwebt. Zwar Fleisch und Blut wird sich wohl finden, das meinem Wünschen widerstrebt, doch kann der Geist auch kräftig überwinden. Ich weiß, dass mein Erlöser liegt. Ihr lebt und lehret mir, Tod, Schrecke, wie du willst. Ich halte diesen Schild im Glauben deinen Pfeilen für. So muss ich singen. Ich weiß, dass mein Leben ist.